in diesem Haus könnte. Oh ja, hast recht. Der nächste Hinweis sein. Alter, aber das fliegende Vieh war echt übel. Das war genau hinter der Garage und hat uns die ganze Zeit irgendwie angepinkt und wahrscheinlich die anderen auf uns gejagt. Ja. Oh, hier gibt es wieder Erste-Hilfe-Kisten, Packs. Sehr gut. Ja, vor allem Munition wäre gut. Das finde ich aber blöd, dass die Viecher despawnen und man gar nicht den Loot bekommt. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen eine Probleme. Ah. Oh, hier sind ja auch Bots drin. Ich hab den Hinweis bekommen. Das ist prima. So. Oh, ich habe einen Levelaufstieg. Sehr schön. Ja, ich werde auch mal gucken. So lock. So, Fertigkeiten. Nee, 0 Punkte, aber ich bin kurz davor, einzubekommen. Ah, okay. Wo ist denn jetzt eigentlich unsere nächste Mission? Weil, wenn ich jetzt auf Log gehe, steht da der Weg nach Saltham. Da ist alles abgehakt, was wir gemacht haben. Missionsgegenstände, Verfolgung beenden, Morgendämmerung. Das vielleicht, stand da vielleicht was in dem Zeug, was du gefunden hast? Hinweise? Warte mal. Ich gucke mal. Stimmt, das kann sein, dass ich das noch lesen muss. So, Karte, Fertigkeiten. Wo finde ich denn diesen Zettel oder so? Ich glaube, das ist, wenn du auf Log gehst, dann hast du unten. Missionsgegenstände. Genau, Genau. unten rechts. Ja. Der Weg nach Peter Hingram gekritzelte Notiz. Auf der Nachricht steht Schlüssel fürs Waffenbereitschaftslager mitbringen. Ah, alles klar. So. Okay, jetzt habe ich alles gelesen und abgespielt. Warte mal, dann gehe ich noch mal drauf auf Log. So. Peter Hammer gekritzelt. Auf der Nachricht steht Schlüssel fürs Waffenbereitschaftslager mitbringen. Leutnant Underhage, 14 Uhr, nicht vergessen. Abgebrochen. Das ist ja. Vielleicht
Vielleicht müssen wir diesen Schlüssel noch finden. Das kann schon sein. Können ja noch mal ein bisschen rumlaufen und mal gucken. Ja, ich will mal hier hinten was gucken. Kann es sein, dass wir noch mal in den neuen Bunker müssen? Ah, warte mal, ja, das kann sein. Ich habe übrigens immer noch oben so ein Lupe. So eine Lupe, genau. Ich guck mal, ja. Wenn. Da laufe ich mal hin. Müsste ja hier irgendwie in der Nähe sein. Ja. Da wird er. Wird das wahrscheinlich sein. Oh ja, jetzt sehe ich sie auch. Gucken, ob das jetzt hier drin ist. Das ist so schlecht zu erkennen, ne? So. Ah ja, ich hab sie. Karte. Schön. Super, ja, jetzt haben wir es auch. Anita Sürgens, genau, der Weg nach Salton. Mission abgeschlossen, sehr gut. Neue Mission. Finde heraus, wo die Zivilisten von Saltham, Iboholm evakuiert wurden. Sehr gut. Hier ist so ein Medikit. Hier ist auch noch ein Kit. Ja, die verstecken das immer ganz gut hier so. Ja, ich glaube aber auch, wir haben nicht die gleichen Gegenstände am gleichen Ort. Ist gar nicht so verkehrt, finde ich, weil dann kann man, wie gesagt, das so aufteilen irgendwie, ne? Das stimmt. Ah, jetzt müssen wir die Evakuierungsstelle am Sportplatz erreichen. Vielleicht können wir das noch machen und dann... Ja, genau, und dann machen wir erstmal Schluss. Ja, würde ich auch sagen. Ja, aber bis jetzt ist es ganz witzig, das Spiel, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Also, so schlecht ist es gar nicht. Ich hoffe, der speichert das nur vernünftig und wir können von hier aus dann weiterspielen. Naja, wie beim letzten Mal. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber ich habe kaum noch Munition. Ach so. Warte mal, ich muss nochmal... Oh, sollte ein Waffen-IP. Müssen wir wahrscheinlich da lang, genau. Oh, hier sind Bots. Alter, die Schweine. Gerade umgerannt. Du bist aber auch mittendrin. Naja, mittendrin statt nur dabei. So, ich renne mal ins Haus rein. Ja. Und gib mir erstmal ein bisschen Energy hier. Alter, die kommen ja sogar ins Gebäude rein.
Echt? Ja. Das ist ja brutal. Oh, jetzt muss ich mir hier wieder das Medipit da reinziehen. So. Und keiner lebt noch, der hat mich gerade voll umgerannt. Okay. Wo die Grünen scheinen Schrotmunition bei sich zu tragen. Einer muss ja noch leben, meinst du, ne? Ich glaube, also irgendeiner hatte mich ja voll umgerannt hier. Ah, ich habe gerade den Polizeifunk angemacht. Hier sind nur Lootboxen, oder? Ne. Ja. Okay. Ach doch. Wo ist der? Ach, da. Ach, da hinten. Sehr gut. Warte mal, ich habe für die Pistole vielleicht noch andere Munition. Oh ja, sehr gut. Ah, okay. Dann gehen wir mal hier. Finde den Militärstützpunkt. Ach, dahin. Oh, scheiße. Yo. Ach, da ist der Militärstützpunkt. Da noch hin oder was? Ja, können wir machen. Dann in dem Gelände. Genau, würde ich auch sagen. Das ist ja mal geil. Also macht, gefällt mir, macht Spaß, das Spiel. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber. Alter, jetzt können wir hier durch Matsch laufen. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Ah, ich kriege auch schon Schulter, Nacken, Rücken. Ich merke das auch schon, dass ich gerade so voll verspannt bin. Das ist echt, wenn du so lange vorm Rechner sitzt. Das ist anstrengend. Oh, da ist eine UFO-Absturzstelle. Oi! Und da gibt's auch ordentlich Bots. Alter. Ist das die großen? Nee, sind die kleinen. Ach du meine Güte. Letzten beiden Medikits nehme ich jetzt hier noch. So, und jetzt kommt die Pumpgun. Yo, check the flow. Komm her hier. Oh, wie schnell die spawnen. Echt übel.
Ist da auch eine? Für mich ist da keine. Das Okay. ist ja komisch. Ja, krass. Oh, ich hoffe, hier sind ordentlich Medipacks. Brauchst du noch welche? Ja, ich habe nur ein einziges. Warte mal, das nehme ich mal kurz. So, dann habe ich eine Energie von. Gucken, wie weit das Hier von sind noch, ich habe hier 30. noch mal welche hier hingepackt. Ah, cool. Danke, danke. Oh, hier, deswegen sind wir hier. So. Hast du noch so ein Propan-Ding? Ja. Hier ist noch so eine Antenne. Warte mal, ich komme mal zu dir. Eine habe ich noch. Kannst du dir mal da vorstellen? Ja, sehr gut. Ui. Und dann können wir ja hier so ein Funkgerät nehmen. Jetzt weiß ich auch, wofür das da ist. Damit wir wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Da können wir dann spawnen, wenn wir es irgendwo hinstellen, kann man dann da spawnen. Also nur, zum Beispiel, wenn du stirbst, dann nicht am Bauernhof, sondern da. Ah, okay. Es ist ja vielleicht auch als Safe gedacht, zum Speichern. Das kann auch sein. Das ist ganz schön weit. Aber man gut, dass man so weit laufen oder so schnell läuft. Das war ja bei DayZ teilweise, ich meine, das war ja auch schon schnell, aber ein bisschen mehr Geschwindigkeit wird der DayZ auch gut getan. Ja. Weil da bist du ja auch endlos gelaufen. So, ich pack mal so ein Funkgerät hier an den Fuß, vielleicht bringt uns das was. An den Fuß des Berges. Jawohl. So. Prima. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Auf jeden Fall, wenn wir sterben, müssen wir nicht so weit rennen. Oh, es ist jetzt endlich schönes Wetter. Aber so. Ja, oh, die Sonne scheint. Ist das hier oben auf dem Berg? Kann das sein? Sieht so aus. Ah, ja, das sieht schon mal gut aus. Also ein großer Sendemast. Und ein großer Bunker. Vielleicht können wir jetzt nach Hause telefonieren. Genau. Ach, der Bunker ist unten. Oh, im Kampf beigetreten. Was, wo? Wo ist der? Wo ist er denn hin? Weiß nicht. Oh, hier ist er. Oh nein, da ist auch noch so ein. Auf wen schießt du? Ich sehe gar keinen. Ich glaube vorne. Irgendwo vorne, siehst du da gleich von links schießt einer auf dich.
Ist er denn? Ah ja. Da unten. Ich treffe den überhaupt nicht. Nee, ich habe auch schon mit dem Jagdgewehr geschossen, aber das hat auch nichts gebracht. Warte, ich gehe da mal hin. Jo. Wunderbar. So, dann können wir da mal reingehen. Ja. Ah, hier müssen wir uns abtasten lassen. Ist geschlossen. Kann das sein, dass wir hier noch was aufsprengen müssen? Nee, da steht, erforsche die Insel Södra Saltrumlen oder wie das heißt, um mehr Barcode-Schlüsselkarten zu finden. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen Gegner töten. Achso, damit wir dann da rein können, ja? Ja, um Schlüsselkarten zu bekommen. Okay. Dann haben wir das. Hier ist eine Schlüsselkarte. Ah, ich komme mal zu dir. Also eine haben wir schon mal. Super. Haben wir jetzt schon zwei? Ja. Wir haben schon zwei. Vielleicht hier ist noch ein Gegner. Vielleicht kriegen wir gleich die dritte. Oh, es ist so ein fliegender. Wo ist er? Da. Ah, ich bin runtergefallen. Ich Blödmann. Ich gebe mir mal eine Spritze. Vorsicht, das sind Hunde neben dir. Ja. Aber der Spawnpunkt ist in der Nähe. Ah, sehr gut. Hier steht Eingabe aufgeben. Bewusstlos, vielleicht kannst du mich ja wiederbeleben. Vielleicht, ich kann ja mal hingehen, falls ich es schaffe. Ja, ich bin gleich weg, gleich weg, gleich weg. Oh ja, ich kann dich wieder mal sehen. Oh, du bist gerade umgekippt. Ah, scheiße. Aber es geht. Okay. Kann ich Eingabe, kann ich aufgeben machen? Ja, jetzt kann ich dich nicht mehr wieder mal sehen. Jetzt kann ich spawnen, kann ich hinten am Bauernhof wieder. Unterschlupf. Und hier vorne, beim, wo ich es gesetzt habe? Nee, ich habe... Der einzige Punkt, den ich auswählen kann, ist nur der Bauernhof. Der okay. Unterschlupf. 902... Warte mal. Unterschlupf Saltham, 952 Meter. Das wäre komisch. Ja. Ich habe da extra so ein Ding da hingepackt. Ja, weil die sind auch weiß so hinterlegt, die Spawnpunkte. Ja. Ich versuche da mal hinzugehen und zu gucken, ob das noch da rumsteht. Aber bestimmt. Das ist ja komisch, dass man
wie dieses Ganze funktioniert. Genau, spawn ich mal da. Also bei mir ist das Funkgerät. Ach, da kann man eine Schnellreise. Dann kannst du zum Funkgerät jetzt schnell reisen auf der Karte. Drück mal auf M. Warte mal, ich muss mal hier kurz aus dem Bunker raus. So, M. Ja. Genau, und dann siehst du so ein Funkgerät hier bei mir in der Nähe. Ah. Da kannst du draufklicken, dann kannst du direkt hier hinreisen. Jo. Er lädt und dann bin ich gleich da. Da wie unsichtbar. Oh, hallo. Ich komme in deine Richtung. Ich werde hier schon wieder beschossen. Aua. Ja, ich muss hier auch gleich. Ich muss jetzt auch einen Kampf antreten hier. Oh, den hast du gerade platt gemacht. Jo. Hier ist noch einer irgendwo. Jo, ich hab nochmal Platz gemacht. Der hat auch ein Medikit noch. Sehr gut. Es fehlt nur noch eine Karte sozusagen. Ne, wir haben alle. Ach, wir haben alle, okay. Stimmt, steht ja auch. Verwende die Barcode-Schlüsselcard. Okay, dann können wir ja nochmal da rein und dann können wir ja dann erstmal Schluss machen. Genau. Gucken, ob er mir das jetzt öffnet hier. Oh, wie schön das hier aussieht, wenn man hier nach hinten guckt. Oh, jawohl. Tür auf. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Und dann geht's ab. Gott, wie dunkel. Ja, im Dunkeln ist gut munkeln.